Mit einem sehr kleinen Samen hat es damals begonnen und seitdem kann ich jeden Tag mit voller Freude meine Pflanzen beobachten, wie gut, kräftig und vital sie heranwachsen. Und plötzlich fängt es dann an, dass sich oben die Triebe, die Blätter zusammenkräuseln. Kein Grund zur Panik, ist alles nur halb so schlimm. Es gibt einige Gründe dafür, warum Tomaten ihre Blätter einrollen und es gibt natürlich auch hierfür Lösungen. Der erste Punkt, warum Tomaten ihre Blätter einrollen, kann sein, wenn sie nicht genug Wasser zur Verfügung haben, also wegen langer Trockenheit, und sie dann damit versuchen, die Oberfläche zu verringern und hier die Verdunstung von der Sonne abzubremsen. Daher schaut, dass eure Tomatenpflanzen ausreichend Wasser zur Verfügung haben. Nicht zu viel, dass sie nicht zu verwöhnt werden, aber auch nicht zu wenig, dass sie halt darunter leiden. Vor allem auch in der Vorzucht darauf achten, weil in den Töpfen verdunstet das Wasser einfach viel schneller. Das Einrollen der Blätter kann auch durch einen Schädlingsbefall verursacht werden. Ganz klassisch kennt man das zum Beispiel bei Blattläusen. Hatte ich letztes Jahr öfters mal bei einigen Paprikas und Chilis. Hat man dann sehr schön gesehen, dass dann die Blätter sich dann so zusammenrollen, weil sie halt dann einen gewissen Schaden abbekommen haben. Das hatte ich auch mal bei den Tomaten. Spinnmilben kann es auch hervorgerufen werden. Und wenn man halt jetzt so ein Schädlingsproblem hat, muss man sich erstmal die Pflanze genau anschauen, auch an der Blattunterseite. Und was ich halt da mache, ist mit Knoblauchsud zu sprühen, weil die Spinnmilben zum Beispiel, die mögen den Geruch vom Knoblauch nicht. Und da sprühe ich halt die ganze Pflanze komplett an. Und natürlich achte ich auch darauf, dass ich unterhalb des Blattes auch genug besprühe, weil die da ja natürlich sitzen. Ja. Wenn ihr ein Problem mit Schädlingen habt, verlasst euch bitte nicht nur auf den Knoblauchsud oder auf die Brennnesseljauche oder auf das Nemöl. Es sind so kurzfristige Hilfsmittel, aber da müsst ihr halt auch immer dranbleiben. Und das kostet natürlich euch auch Zeit und Energie, da immer die Pflanzen zu begutachten. Viel wichtiger und auch zeitsparender für euch und entspannter, wie ich finde, ist einfach die richtigen Nützlinge anzusehen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Problem mit Blattläusen habe, dann schaue ich einfach im Internet, okay, was gibt es denn für Fressfeinde bei den Blattläusen, zum Beispiel der Marienkäfer, und dann schaue ich da, was für Voraussetzungen und Bedingungen braucht der Marienkäfer, um sich hier anzusiedeln. Und diese ganzen Sachen erfülle ich dann und hoffe, dass sich denn dieser Nützling so schnell wie möglich bei mir ansiedelt. Luftwurzeln. Den nächsten Punkt sehen wir bei dieser Pflanze, warum sie ihre Blätter einrollt. Der Topf ist feucht, Wasser ist also versorgt. Ich sehe jetzt hier keine Schädlinge irgendwelcher Art. Und der Grund, warum sich halt diese Blätter hier einrollen, ist wahrscheinlich eine Überdüngung. Das kann halt sehr schnell passieren, vor allem mit dem Glauben, dass halt, wenn man die Pflanze nicht düngt, dass sie auch nicht wächst. Von daher tut man vielleicht ein bisschen mehr ran, damit die Pflanze vielleicht auch sicher durchkommt und nicht gleich eingeht. Aber das kann halt dann so schnell passieren, weil sie halt zu viele Nährstoffe hat und sie weiß die Pflanze nicht wohin damit. Sie ist halt auch noch recht jung und es gibt halt manche Sorten, die sind halt etwas anfälliger dafür, die vielleicht jetzt nicht ganz so viel Laub haben wie die Stabtomate hier. Das ist eine Cocktailtomate. Die hat nicht so ein großes Laubwerk und wenn sie halt überdüngt ist, dann weiß sie nicht wohin mit den Nährstoffen. Von daher ist halt erstens wichtig, dass man sie auch mäßig ausgeizt und auch nicht zu viele Blätter entfernt. Das kann auch besonders wichtig sein, wenn ihr Pflanzen dann später in die Erde habt und die dann schon groß sind und Früchte tragen und ihr dann eine große Nährstoffversorgung habt, dann können auch schon ältere Pflanzen dann auch plötzlich ihre Blätter einrollen. Also wenn die Pflanze dann genug Pflanzenmasse gebildet hat, dann werden sich auch die Blätter wieder normalisieren. In dem Fall mit der Überdüngung könnt ihr auch die Pflanzen ausreichend gießen. Dadurch kommen dann die ganzen Nährstoffe, werden dann weiter in die tieferen Erdschichten runtergespült und dann hat sie das nicht sofort alles zur Verfügung, muss ja dann auch wieder mit ihren Wurzeln etwas weiter nach unten kommen. In diesem Fall gieße ich auch gerne mit effektiven Mikroorganismen, damit ich hier das Wachstum der Pflanzen nochmal zusätzlich beschleunigen kann. Der letzte Grund kann hier wetterabhängig sein, extreme Hitze oder bei der Hitze das gleiche wie bei der Trockenheit. Die Pflanzen möchten einfach die Verdunstung abbremsen, indem sie halt die Oberfläche der Blätter verringern. Wie bereits am Anfang gesagt, ist einfach alles nur halb so wild. Ihr wisst jetzt, warum die Tomaten ihre Blätter einrollen und könnt auch dementsprechend handeln. Ich werde hier noch weitere Videos von mir verlinken, die dich auch interessieren könnten. Und sonst bedanke ich mich vielmals, dass du eingeschaltet hast. Und ich wünsche auch viel Erfolg bei dir im Garten und bei dir im Projekt, um die Welt auch wieder ein bisschen grüner zu machen. Außerdem gibt es nichts Besseres als frische Tomaten aus meinem Garten.